Jo, ja moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von Omsi 2, den Omnibus Simulator. Heute sind wir unterwegs mit den Mercedes Citaro C2G in Bad Tügelsdorf und ja, würde ich sagen, schwingen wir uns wieder rein und dann geht die wilde Fahrt auch schon direkt los. Aber wir bestätigen das Ganze jetzt hier noch. Erlengrund, Landstraße. So, ...8:38 Uhr haben wir Abfahrt, das heißt, wir spulen die Zeit ein bisschen vor. Machen wir 7:30 Uhr, da passt das, denke ich mal. Leuchtung an noch. Das. So, genau. Sind wir schon soweit abfahrbereit? Ja, was gibt's zu erzählen? An sich eigentlich nicht viel. Wir gehen auf die 62 Abonnenten zu. Das freut mich auf jeden Fall auch sehr. Ist sehr cool. Und ja. Genau. War ich mal einen Pfand mehr machen. So, fahren wir ja an unsere Haltestelle ran. So. Und da steht keiner. Also fahren wir weiter. Ja, das ganze Fahrzeug ist aus dem Baujahr 2012. Ein bisschen älter, sagen wir mal. Ja, Vierganggetriebe. Und genau. Rechts. Erlengrund, Kloster. Ja, wir fahren, ich würde sagen, wir fahren nicht die komplette Strecke, weil sonst wäre es halt zu lang. Wir fahren, ja, ich denke mal bis Bad Tügelsdorf Stadt anfangen. Das sollte ja eigentlich reichen. Dass wir jetzt hier ein bisschen was haben und ja, das passt eigentlich. Steckt keiner ein. Oh doch. Kommt jetzt auch echt aus dem letzten Moment. Hallo. Ach. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn als nächstes sehen wollt. Boah. ja. So. Da hinten fahren wir gleich links rein. Jetzt aber ein bisschen durch den Wald. Und genau. Ja, ich hoffe von der Tonqualität her passt es, aber das sollte es ja eigentlich, wie gesagt. Genau.
Aber sind wir auch tatsächlich pünktlich? Hi. Moin. Sportflugplatz. Aber 80 km/h dreht er auch 2000 Drehungen, ne? Aber es liegt halt dann an dem Vierganggetriebe, ne? Ist halt ein Stadtbus und kein Überlandbus. Aber jetzt kommt der Kreisverkehr, auch eigentlich sehr schön gemacht. Ein bisschen eng hier. Morgen. Ja, auf der Karte gibt es auch noch einen schönen Stadtverkehr auf jeden Fall, auch sehr cool gemacht. An der Matte. Ich glaube, nach der Linie würde man theoretisch in Linie 306 fahren. Oder 303, irgendwie sowas. Dann wechselt das mal wieder hin und her. Jetzt nachher wieder theoretisch gesehen, dann wieder von 306 wieder auf 318. Geht das hier wieder zurück. Wäre ich schon echt cool gemacht. Und ja. Genau. Kräuterkunde. Ja, das ganze Fahrzeug hat auch eine Soundbar drin. Ist auch wieder kostenlos von der OMSI Webdisk gewesen. Ja, einfach mal da nach drei Generationen C2 da gucken und dann finden wir uns eigentlich schon das Soundpack.
Morgen. Ah, moin. René's Reiterhof. Ja, insgesamt würde die Linie, glaube ich, 20 Minuten oder so gehen. Aber jetzt auf den Let's Play fahre ich jetzt nicht komplett, weil wer gucken sich das Video, da ich mal 20 oder eine halbe Stunde, wer gucken sich das an? Oh, weiß nicht. Boah, der hat seinen Führerschein auch im Lotto gefunden. Ja, habe ich auch. Ja, was ein bisschen blöd ist, dass die Spiegel manchmal irgendwie hängen, aber ja, mein Gott. Also wie jetzt nach links, dass der halt eingefroren ist, sag ich mal, dass er halt nicht zeigt und nur ein Bild zeigt, aber keine Bewegung. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, mein Gott. Ja, Kleinigkeiten. Aber müsste ja gleich der nächste Ort schon kommen eigentlich. Waldeck. Genau. Guten Tag. Möchte denn keiner eine Fahrkarte haben? Drabstraße. Also mal kurz mal warten, nicht, dass jetzt einer kommt. Fährt ja echt wie eine gesenkte Sau. So, da kommen wir jetzt in Bad Tügelsdorf gleich rein. Da vorne.
Wenn wir Sonntag hätten, würden wir geradeaus fahren. Aber wir haben ja Montag bis Freitag, also fahren wir nach rechts. Ja, eigentlich auch ganz cool gemacht, dass es so eine Fahrpläne gibt. Genau. Würde ich sagen, beenden wir hier das Let's Play da vorne. Ja. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch wie gesagt gern ein Abo da und einen Daumen nach oben. Guten Kommentar. Und genau, würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.